ich meinen Tag? Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Das ist nicht richtig. Dafür habe ich diesen Beruf nicht gelernt. Ich brauche Zeit für andere Dinge. Ich will Dienst am Menschen verrichten. Das kann ich nicht. Ich mache eine Weiterbildung zur Palliativfachkraft. Aber habe ich Zeit, die Menschen in ihrer letzten Phase zu begleiten? Nein, habe ich nicht. Ich möchte einfach mal Zeit mit meinen Bewohnern. Ich bin Altenpflegehelfer, muss aber mit dem Gehalt auch meine Familie ernähren können. Es wäre schön, wenn man mehr geldliche Mittel zur Verfügung hätte, um eine vernünftige Ausstattung zu gewährleisten für die Mitarbeiter, die bis zur Rente arbeiten müssen, und für die Bewohner Fähigkeiten zu erhalten. Ich bin Auszubildende und ich brauche Zeit für Anleitungen, um wirklich zu lernen. Die Bürokratisierung ist gescheitert. Wir verbringen immer mehr Zeit mit Computern und Papier, aber immer weniger mit Bewohnern. Das muss sich ändern. Das ist mein Team. Und es ist ein super gutes Team, das können Sie glauben. Aber wir haben alle keine Kraft mehr. Wir haben keine Lust mehr, wir haben keinen Bock mehr. Einerseits durch die Corona-Situation natürlich noch mehr belastet, aber andererseits auch, weil wir immer Versprechungen bekommen, Versprechen, Versprechen, reden, reden, streiten untereinander. Und was passiert? Bei uns kommt nichts an. Wir haben keine Lust mehr. Und wenn sich da nicht was ändert, sofort, dann wird es schlimm enden. Dann sind wir weg. Und ich stehe alleine da. Ist es das, was Sie wollen?